Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Herzlich willkommen zum Rockcast, eine neue Folge. Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, egal von wo du zuhörst. Ja, und auch dieses Mal hat es wieder ein bisschen gedauert. Die wöchentliche Rockcast-Folge, die habe ich nicht einhalten können. Und wie ich es auch schon in der letzten Folge beschrieben habe, wenn die wöchentliche Routine nicht hält, dann muss schon ganz was Außerordentliches passieren. Und ja, meine Bestellung ans Universum ist wieder in irgendeiner Art und Weise Realität geworden, beziehungsweise ist geliefert geworden. Und zwar habe ich in den letzten Folgen ja schon ein bisschen was erzählt vom Fernsehauftritt auf Puls 4 bei 2 Minuten 2 Millionen, im Grunde die erfolgreichste Startup-Show im deutschsprachigen Bereich. Und da hatten wir Ende Jänner 2021, also am Beginn des Jahres, einen richtig coolen Fernsehauftritt. Und für einen Jungunternehmer, für ein kleines Unternehmen, für das Team Rocksports war das riesig, riesig cool. Hammermäßig, was da alles abgegangen ist, schon bei der Vorberichterstattung, bei der Nachberichterstattung, natürlich auch am Tag der Ausstrahlung. Sollte das für dich neu sein, das Thema, dann hör dir einfach einmal die letzten paar Folgen an, da habe ich immer wieder ein paar Inputs dazu gegeben, wenn das dich interessiert. Auf alle Fälle gab es dann vor kurzem eine Anfrage bzw. eine Nachricht vom Fernsehsender, dass aus allen Ausstrahlungen, aus allen Folgen dieser Staffel von 2 Minuten 2 Millionen genau 4 ausgewählt werden, die erneut ausgestrahlt werden. Und genau da war Rocksports auch gleich direkt bei der ersten Ausstrahlung mit dabei. Das haben wir eine Woche vor der Ausstrahlung erfahren. Dementsprechend ging dann wieder alles von vorne los, im positiven Sinne. Vorbereitungen treffen. Aufgrund der kurzen Zeit war das dieses Mal noch deutlich schwieriger. Aber dann ist eben die zweite Ausstrahlung passiert. Es ist wieder die Post abgegangen. Und dementsprechend, ja, entschuldige ich mich bei dir, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis die neue Folge kommt. Aber wie gesagt, ich verschiebe das nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Und mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Ja, und mir ist es wichtig, trotzdem am Ende des Tages alle meine hohen Prioritäten entsprechend einhalten zu können. Und irgendwann ist dann der Tag vorbei. Nichtsdestotrotz, die Liste, meine Wunschliste für den Rockcast, die wächst und wächst und wächst. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Stück für Stück endlich abarbeiten kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's wirklich los. Und zwar habe ich heute ein Thema für dich mitgebracht, das bei mir gerade sehr, sehr wichtig ist. Und zwar in Zeiten, oder ich denke eigentlich zurück, eigentlich ist immer so, und zwar passieren so viele Dinge, und ich bin überzeugt davon, wenn du mal in dich reinhörst, ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. In unserem Alltag passieren so viele Geschehnisse, Vorkommnisse, einfach Dinge, die passieren. Und unser Alltag ist immer sehr schnelllebig und wir haben oftmals zu wenig Zeit, um diese Geschehnisse auch tatsächlich zu reflektieren. Das heißt, heute, diese Folge solltest du dir anhören, wenn du ein paar Tipps haben möchtest, und ich habe dir genau 5 Stück davon mitgebracht, wie du regelmäßig in die Reflexion kommst. Reflexion bedeutet so viel wie reflektieren. Du stehst vor einem Spiegel, du kannst reflektieren. Reflexion ist in diesem Zusammenhang, wie ich es meine, wie folgt, und zwar die ganzen Geschehnisse, die passieren, die möchte ich reflektieren und schauen, wie bin ich als Person dem Ganzen gegenüber. Wo stehe ich in meiner Zielerreichung? Hat sich da was verändert? Was ist alles passiert? Was sind meine Learnings? Gibt es eventuell neue Thesen, Theorien, Erkenntnisse, die ich aus den Geschehnissen raus extrahieren kann? Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn viele Dinge gleichzeitig passieren, dann ist es oftmals so, zumindest geht es mir so, dass dann auch der Fokus etwas abdriftet. Sprich, man arbeitet dann den Geschehnissen nach und kann dann sein, dass man den Fokus von der eigentlichen Zielstellung dann wieder ein bisschen abwendet.
Und die Reflexion dient einfach dazu, dass man regelmäßig sich wieder genau danach ausrichtet, was man wirklich möchte. Und dass man regelmäßig auch auf sich selbst achtet. Zur Reflexion gehört auch die Selbstwahrnehmung dazu. Ja, und ich habe dir heute 5 Tipps mitgebracht, die ich persönlich genau dazu verwende, um mich selbst zu reflektieren, genauso wie es in Zeiten aktuell ist, wo einfach so viele geile Dinge passieren, für die ich so unglaublich dankbar bin, was da alles gerade abgeht. Die ganzen Kundenrückmeldungen, das Feedback auch zum Rockcast, richtig, richtig cool, die Seminare, die jetzt wieder losgehen. Also da müsste ich fast einmal eine eigene Rockcast-Folge machen. Um dich da mal mitzunehmen, warum ich da so eine große Freude habe. Aber ich schlage vor, wir starten direkt in die 5 Tipps rein. Ich möchte das Ganze anhand von Rocksports machen. Mein Unternehmen, das ich gegründet habe, mittlerweile schon doch ein paar Leute im Team mit dabei, was sehr, 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 sehr cool ist. Ja, und wie ich es eingangs erwähnt habe, dieses Jahr hat ja schon hammermäßig begonnen. Fernsehausstrahlung und so weiter. Wir mussten uns logistisch vorbereiten. Wir mussten schauen, ist alles vorproduziert, sind alle unsere Produkte, unsere Bio-Sportnahrung, unsere Bekleidung, alles, was es im Rocksports Online-Shop so gibt, haben wir das alles auf Lager. Denn wenn die Ausstrahlung ist und das über 300.000 Leute sehen, naja, dann geht richtig die Post ab. So war es dann auch. Sprich, du bist dann oder wir waren in den Wochen vor der Ausstrahlung natürlich extrem positiv aufgeregt und haben da alles vorbereitet. Und da ist es natürlich schwierig, immer diesen großen Fokus im Bild zu haben, denn man ist da meistens sehr im Detail drinnen. Und ich brauche aber dann trotzdem, damit ich immer wieder Vollgas geben kann. Und da fragen mich die Leute immer wieder, Alter Chris, wie schaffst du das immer so motiviert zu sein, immer das durchzuziehen und so weiter. Das heißt für mich aktuell ehrlicherweise gar nicht mehr so schwer, weil sich da seit Jahren eine Routine eingespielt hat, die ja es mir einfach erleichtert, sich immer wieder darauf zu fokussieren, was ich wirklich möchte. Und der Tipp Nummer 1 von meinen 5 Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe, ist ganz, ganz einfach. Im Grunde sind alle Tipps ganz, ganz einfach, aber wir wissen, die Theorie ist immer einfach, das Ganze in die Praxis umzusetzen, eben nicht. Und Tipp Nummer 1 ist, nimm dir regelmäßig Zeit. Mein Tipp ist, nimm dir regelmäßig Zeit. Wie kann die Praxisumsetzung ausschauen? Ich zeige es dir einfach, wie es bei mir ist. Und ich habe dazu auch schon einmal eine Rockcast-Folge gemacht. Und zwar eine Morgenroutine. Bevor ich am Morgen meinen Laptop nur anschaue, wo meine E-Mails und alle Nachrichten sozusagen zusammenkommen, nehme ich mir die Zeit für mich selbst. Es gibt jeden Tag in der Früh meine Podcast-Runde, so habe ich sie getauft, wo ich mir entweder einen richtig coolen Podcast reinziehe, der aktuell zu den Themen passt, die mich gerade beschäftigen. Es können Hörbücher sein. Es kann aber auch nur einfach eine geile Musik sein, wo ich dann draußen an der frischen Luft, völlig egal, ob es regnet, schneit, was auch immer, in der Früh, wenn noch alles ruhig ist und schläft, dann gehe ich raus und mache einfach 10 bis 20 Minuten einen Spaziergang. Und ich weiß dann genau, wenn ich dann wieder zurückkomme, mir einen richtig feinen Espresso zubereite, da merke ich schon, der ganze Körper ist aktiviert, der Kopf ist frei, frische Luft in meinen Lungen und dann geht's. Noch immer, bevor ich zum Laptop gehe, direkt an meine Reflexion. Das heißt, Tipp Nummer 1, nimm dir regelmäßig Zeit. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann ist es rein eine Prioritätenfrage. Jeder hat natürlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten, aber wenn es dir wichtig ist, dann nimmst du dir auch die Zeit. Und ich behaupte, dass man 15 Minuten, 20 Minuten, es muss ja nicht so lange sein, wie es bei mir ist, diese Zeit kann man sich einräumen. Und man muss sich dann immer die Frage stellen, bin ich es mir selbst wert, mir diese Zeit zu nehmen? Und ich behaupte, dass dass jeder sich das wert sein sollte. Und du wirst merken, wenn du das vielleicht noch nicht machst aktuell, aber damit losstartest, dass es zu Beginn ein bisschen mühsam ist. Es dauert immer im Schnitt zu 66 Tage, gibt es ja so schöne Studien, bis sich eine Routine etabliert. Aber wenn das dann losstartet,
wenn dann das immer leichter fällt, dann wirst du auch merken, was das für einen positiven Effekt hat. Du startest jeden Tag in der Früh gleich, das gibt dir ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein und du bist immer fokussiert, bevor du in der Früh in die Arbeit losstartest. Das heißt, Tipp Nummer 1, nimm dir regelmäßig Zeit. In meinem Fall ist es die Morgenroutine, weil ich auch ein Morgenmensch bin, da passt es perfekt und vor allem da sind alle Sinne frisch. Wenn ich am Abend beispielsweise nach meinem Powerlifting-Training oder nach meinen Vorlesungen oder nach einem Arbeitstag voller Termine und so weiter zurückkomme, dann bin ich einfach im Kopf nicht mehr so fit, wie ich es in der Früh bin. Deshalb ist es bei mir am Morgen. Ja, Punkt Nummer 2 und das trifft auch meine Morgenroutine. Wenn du den Rockcast schon ein paar Mal gehört hast, dann kennst du das auch und zwar denke auf Papier. Früher hat man gesagt, ja, ich schreibe Tagebuch, das ist jetzt nicht mehr so cool, deshalb sagt man, naja, aktuell, ich schreibe im Journal, das hört sich ein bisschen cooler an, am Ende des Tages ist es genau das Gleiche. Das heißt, das, was ich mache, jeden Tag in der Früh, nach meinem Morgenspaziergang, eine schriftliche Reflexion in meinem Journal, in meinem Tagebuch, wie auch immer man das Ganze nimmt. Denken auf Papier, da habe ich auch schon einiges gesagt, das ist eines dieser Grundprinzipien. Man kann natürlich auch das Ganze digital ins Handy schreiben, man kann das Ganze am Laptop schreiben und so weiter. Der große Unterschied ist, wenn du tatsächlich handschriftlich etwas notierst, hat es eine andere Wirkung. Du musst dich tatsächlich direkt aufs Schreiben konzentrieren, ansonsten verschreibst du dich. Das Ganze ist im digitalen Bereich nicht ganz so, von daher empfehle ich dir, wenn du das machst, bitte ausschließlich handschriftlich. Du wirst den Unterschied merken. Ja, und was schreibe ich mir da auf? Im Grunde, ich habe es gerade direkt vor mir, habe ich so eine kleine Karte. Das ist die so eine Postkartenformat, eine Rocksports-Karte. Die kriegst du, wenn du bei Rocksports schon einmal bestellt hast, auch regelmäßig bei uns im Paket dazu. Ja, und da habe ich mir hinten die 5 Fragen aufgeschrieben, die ich mir jeden Tag in der Früh selbst stelle. Und das sind genau die Dinge, wo ich dann merke, okay, je nachdem, was die Antwort zu dieser Frage ist, gibt mir das schon einmal ein Bild, eine Reflexion, wo ich aktuell stehe, wie es mir aktuell geht. Und ich lese dir jetzt einfach mal die Fragen vor, wie es ich mir notiert habe. Frage Nummer 1. Wofür bin ich heute dankbar? Wofür bin ich heute dankbar? Hört sich jetzt easy an. Was ist der Hintergrund? Dankbarkeit ist wohl eines der, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, eines der intensivsten Gefühle, was bei uns Menschen so viel bewegt, ohne dass wir es wirklich so unmittelbar mitbekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir in der Früh aufstehen und auch wenn wir sagen, okay, im Job läuft es halt vielleicht nicht gut, aktuell haben wir diese spezielle Pandemie und Co., es gibt so viele Dinge, so viele negative Sachen, aber wenn wir das alles beiseite lassen und uns überlegen, wofür wir trotzdem dankbar sind, wir haben was zu trinken, wir haben was zu essen, wir haben hoffentlich ein Dach über dem Kopf, wir haben eine Familie, wir haben ein wunderschönes Land, wenn ich jetzt von Österreich spreche, die deutschen Kollegen, den Kollegen in Schweiz, in Italien geht es ja genauso. Wir leben in Breiten, wo es uns Gott sei Dank sehr, 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 sehr gut geht. Und auch wenn es immer irgendwo natürlich negative Aspekte gibt, am Ende des Tages, wenn wir das runterbrechen, unsere Grundbedürfnisse sind erfüllt. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten, die genau diese Dinge nicht haben. Und wenn du den Rockcast schon einmal gehört hast, dann wird das Thema Dankbarkeit schon das eine oder andere Mal untergekommen sein. Und das ist nicht grundlos, sondern das ist einfach der Grund, warum das für mich ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, wofür bist du heute dankbar? Und wenn du das dann niederschreibst, 4, 5, 6 Punkte, dann weißt du eigentlich jeden Tag in der Früh, boah, geil, eigentlich geht es mir richtig, richtig gut. Und natürlich gibt es immer Problemchen, Herausforderungen, die wir haben, aber im Grunde geht es uns allen gut. Wir können dankbar sein. Frage Nummer 2, die ich mir notiere, jeden Tag in der Früh schriftlich. Was tue ich heute, um meine Ziele zu erreichen? Was tue ich heute, um meine Ziele zu erreichen? Bei mir im Rock Office hängen überall meine Zielplakate, wo die Reise hingehen soll, meine Vision Map. Es gibt ein Mind-Video, das ich auch am Handy immer mit habe, das ich beispielsweise bei der Podcast-Runde ab und zu schaue. Das heißt, ich schaue mir immer oder ich habe immer mein großes Ziel vor Augen, dort, wo die Reise hingehen soll. Es gibt mehrere Ziele. Ich denke jetzt an das Rocksports-Ziel. Und da in der zweiten Frage, was tue ich heute, um meine Ziele zu erreichen, fokussiere ich mich wieder darauf. Was mache ich heute? Gibt es irgendeine spezielle Tätigkeit, die ich heute wieder mache? Ein kleiner Schritt in diese Richtung.
Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Was ist der Schritt, den ich heute mache? Was tue ich heute, um meine Ziele zu erreichen? Das kann ein kleiner Satz sein, das kann ein To-Do sein, das du da reinschreibst, völlig egal. Aber du lenkst den Fokus wieder auf dein Ziel und Fokus ist nett, Ziel ist auch nett, aber was machst du? Wie kommst du in die Umsetzung? Was tue ich heute, um meine Ziele zu erreichen? Und das ist das Coole, nicht nur das Ziel fokussieren, sondern auch schauen, was ist der erste oder beziehungsweise was ist der nächste Schritt in diese Richtung. Dritte Frage, die ich mir stelle, was tue ich heute, um die Welt ein Stückchen zu verbessern? Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen, wenn wir etwas zurückgeben, auch wenn niemand das sieht, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, auch gute Dinge tun, auch wenn Leute nicht zuschauen. Und das ist auch ein kleines Ding, einfach zurückzugeben. Ich bin auch ich glaube an den Begriff des Karmas, ich glaube an das Ursache-Wirkungsprinzip etc. Und wenn wir einfach immer positiv sind und versuchen, die Welt immer ein Stückchen besser zu machen, auch wenn niemand zuschaut, sondern einfach für sich diese positive Grundstimmung, das kommt in irgendeiner Form immer wieder zurück. Und bei mir ist es, was tue ich heute, um die Welt ein Stückchen besser zu verbessern? Meine Nachrichten sind meistens, meine Postfächer immer hoffnungslos überfüllt. Nichtsdestotrotz möchte ich mir für jeden und für jede die Zeit nehmen und ein cooles Feedback geben, wenn sie Fragen haben zu irgendwelchen Themen. Und das sind dann meine kleinen Beiträge, wo ich dann trotzdem jemandem weiterhelfen kann, auch wenn es dafür kein Geld oder sonstiges gibt und das geht es mir gar nicht. Aber ich kann einen kleinen positiven Beitrag leisten. Oder wenn draußen wo ein Müll herumliegt, na, dass ich das Ding einfach aufhebe und wegschmeiße. Das sind diese kleinen Dinge, wo man einfach die Welt ein Stückchen verbessern kann. Wir können die Welt von heute auf morgen nicht zu einem perfekten Ort machen, aber jeder von uns kann vor seiner eigenen Tür ein bisschen kehren und dann wird das Ganze zu einem schöneren Ort. Das ist meine tiefe Überzeugung. Vierte Frage, wie gut geht es mir heute? Das heißt nicht, wie geht es mir heute, sondern wie gut geht es mir heute. Ja? Und da schreibe ich auch dazu, wie ist der aktuelle Emotionsstand, wie geht es mir heute, was ist los? Und da ist ganz, ganz wichtig und das bringt mich jetzt zum dritten Tipp. Erster Tipp war, nimm dir regelmäßig Zeit. Zweiter Tipp, denke auf Papier. Der dritte Tipp, sei ehrlich zu dir selbst. All diese Fragen, beantworte sie ehrlich. Wir Menschen sind ganz, ganz gut darin, dass wir uns selbst auch immer ein bisschen belügen, ein bisschen bemunkeln und so weiter. Ganz, ganz wichtig ist bei einer Selbstreflexion, wenn du auch tatsächlich einen Mehrwert davon haben möchtest, sei ehrlich zu dir selbst. Und du kennst sicher im Moment, zumindest bei mir war das immer der Fall, auch ab und zu, ich muss immer wieder mich darauf berufen, wirklich ehrlich reflektieren. Manchmal wird, wenn wir darüber sprechen oder mit uns selbst das Ganze durchdenken, wird das Ganze ein bisschen abgeschliffen und ein bisschen zurückgehalten, aber schreibe es ehrlich so auf, wie es tatsächlich ist. Nur wenn du das direkt 100% ehrlich machst, dann hat es auch tatsächlich einen Mehrwert. Der vierte Punkt, der vierte Tipp für eine richtig gute Selbstreflexion, das ist etwas, was für mich früher nie ein Thema war, weil ich gesagt habe, ich bin ja ein Mann, ich brauche sowas nicht. Völliger Blödsinn, mittlerweile bin ich um einiges gescheiter geworden, hoffentlich. Und zwar das Thema Meditation. In Meditation gehen heißt jetzt nicht einsam auf einem Berggipfel als Mönch da tagelang zu meditieren, sondern die Meditation quasi seine Mitte suchen, so kann man ja das auch übersetzen, ist im Grunde eine Methodik, wie man ins Hier und Jetzt kommt. Wir denken an den Termin, den wir in 2 Tagen haben. Wir denken, boah, heute am Abend muss ich noch dahin fahren. Da muss ich mittags die Kids dahin bringen. Da muss ich am frühen Nachmittag das Telefonat machen und so weiter. Aber wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir denken vielleicht daran, boah, gestern ist diese Prüfung gewesen. Boah, was ist, wenn das nichts wird und so weiter. Oder vor 2 Wochen habe ich diesen und jenen Fehler gemacht. Boah, jetzt habe ich, wie kann ich das ändern und so weiter. Dann sind wir in der Vergangenheit. Aber es gibt nur einen einzigen Moment, den wir verändern können und der ist jetzt. Wir können genau nur jetzt diesen Moment verändern. Und die Meditation bietet die Möglichkeit, dass wir unseren Verstand, der im Hundertsteltakt quasi unsere Gedanken da durch den Kopf schießt, dass wir den unterdrücken, oder nicht unterdrücken ist das falsche Wort, sondern den einfach ziehen lassen.
wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht unser Verstand sind, wir sind nicht unsere Gedanken. Wir haben Gedanken, aber wir sind nicht unsere Gedanken. Genauso wie wir nicht unser Körper sind. Wir haben einen Körper, aber wir sind nicht der Körper. Das sind ganz, ganz wichtige Differenzierungen. Und in Meditation zum Beispiel, klassisch, der Bodycheck sozusagen, wenn du auf einem Sessel sitzt beispielsweise, schön gemütlich, du atmest tief und scannst dann einfach einmal mit geschlossenen Augen deinen Körper durch. Von den Zehen beginnen beispielsweise, wie fühlt sich das an, wie spürst du den Boden, wie spürst du den Sessel, bis dass du dann irgendwann einmal zu dem Oberkörper kommst und so weiter. Dieser Bodycheck führt dazu, dass du genau im Hier und Jetzt bist. Du spürst die ganzen Sinne, die du hast. Du spürst all die Sachen, die wie zum Beispiel der Boden, der Sessel etc., die deinen Körper berühren. Das heißt, du bist genau im Hier und Jetzt und zwingst dich, unter Anführungszeichen, dich im Hier und Jetzt mit deinem Körper, mit deinen Sinnen, mit dem Status Quo zu beschäftigen. Du bist wirklich im Jetzt, du bist nicht in der Zukunft, mit irgendwelchen zukünftigen Terminen, Verantwortlichkeiten, was auch immer, auch nicht in der Vergangenheit, sondern im Jetzt. Und da ist der Bodycheck eine super coole Sache für die Leute, falls du mit der Meditation noch nicht so viel am Hut hast, dann ist das ein richtig guter Start, wo sich viele Menschen sehr, sehr leicht tun, eingeschlossen mir, wenn man sagt, wow, Meditation, immer wieder kommen neue Gedanken und ich kann mich da nicht konzentrieren. Das ist völlig normal übrigens. Und da ist ein Bodycheck einfach ein guter Start. Das gleiche auch mit der Selbstbeobachtung hängt im Grunde mit dem Bodycheck zusammen oder die Atembeobachtung, dass du dir überlegst, okay, ich atme tief durch die Nase ein. Und dann denkst du dir, okay, was macht jetzt der Sauerstoff für einen Weg? Du merkst, wie plötzlich der Brustkorb sich hebt. Du merkst, boah, wie du aktiver wirst. Das heißt, all diese Dinge, die sich im Hier und Jetzt abspielen, darum kümmerst du dich. Oder das Nächste, was ein zusätzlicher Tipp sein kann, so wie es wir jetzt gerade aktuell in Steyr, die Vögel zwitschern unglaublich, wir hören den Fluss rauschen, dass du dich einfach mit geschlossenen Augen mal auf die Geräusche konzentrierst, die sich da um dich herum so bemerkbar machen. Das sind alles Dinge, die im Grunde unter dem Überterminus Meditation enthalten sind. Und damit schaffst du es, dass du im Hier und Jetzt bist. So, und jetzt noch der fünfte Punkt, der ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbild. Selbstbild ist im Grunde das, was du von dir selbst hast. Und dann gibt es aber noch ein Fremdbild. Was sagen andere Menschen über dich, beziehungsweise wie sehen die Dinge, die dich beschäftigen, von außen? Und da kann ich dir empfehlen, das tut immer ganz, ganz gut, dass man sich mit einer nahestehenden Person unterhält und auch einmal gezielte Fragen über das Fremdbild sich beantworten lässt. Wenn du irgendein Thema hast, das dich beschäftigt, dann frag diese Person einfach einmal, hey, wie siehst du das? Für mich wirkt es so, so und so. Ich komme da aber nicht wirklich weiter. Was ist denn da dein Tipp dazu? Wie siehst du das Ganze? Und somit kannst du Selbst- und Fremdbild dann vergleichen und schauen, okay, was sind daraus die Learnings? Kann ich vielleicht irgendwelche Erkenntnisse daraus ableiten? Kann ich vielleicht durch diese Erkenntnisse dann die Herausforderungen, die ich habe, überwinden und mich weiterentwickeln? Und das ist im Grunde der fünfte Punkt. Das heißt, diese fünf Tipps, das sind die, die ich regelmäßig, es gibt noch einige weitere, aber das sind die, die mir spontan so in den Sinn kommen, wo ich sage, die helfen mir regelmäßig weiter. Punkt Nummer 1, nimm dir regelmäßig Zeit. Bei mir ist es die Morgenroutine, 15, 20, 25 Minuten jeden Tag in der Früh, bevor es überhaupt losgeht mit der Arbeit und Co. Punkt Nummer 2, denke auf Papier. Reflexion im Journal, im Tagebuch, wie auch immer man das sagt, handschriftlich. Schreib dir ein paar Fragen zusammen, die du dir regelmäßig beantwortest. Beispielsweise, wofür bist du heute dankbar? Was tust du heute, um deine Ziele zu erreichen? Wie kannst du heute die Welt ein Stückchen verbessern und so weiter? Und damit holst du deinen Fokus immer wieder dorthin, wo du ihn haben möchtest, beziehungsweise kannst schauen, okay, im Sinne der Reflexion, wo bin ich heute und wie kann ich mich wieder auf dieses Thema fokussieren? Und natürlich kannst du da auch die Dinge, wie ich es eingangs erwähnt habe, wenn sich so viele Sachen tun im ganzen Alltag,
mit der Rocksports-Ausstrahlung beispielsweise im Fernsehen und so weiter, dann kannst du diese Learnings wieder zusammenfassen und da einfach niederschreiben. Punkt Nummer 3, sei ehrlich zu dir selbst. Punkt Nummer 4, die Meditation, dass du im Hier und Jetzt bist und nicht immer in der Vergangenheit oder immer in der Zukunft lebst, was zugegebenermaßen nicht sehr einfach ist. Und Punkt Nummer 5, das Selbst- und Fremdbild abgleichen, beziehungsweise mal sich selbst malen und schauen, okay, gibt es Unterschiede oder ist es eh gleich? Das sind meine 5 Tipps. Meine 5 Tipps zur Selbstreflexion, die dir, ja, oder mir zumindest sehr, sehr gut weiterhelfen. Denn damit schaffe ich es, dass ich mich wieder auf das fokussiere, was mir tatsächlich wichtig ist. Das hat nicht nur mit Rocksports zu tun, das kann man auf private Ziele, auf welche Ziele auch immer, abmünzen. Ich überprüfe durch meine Erkenntnisse, ob ich vielleicht neue Thesen, neue Theorien habe, neue Learnings. All das zusammengefasst ist Bestandteil einer guten Reflexion bzw. Selbstreflexion. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich dir damit ein bisschen, ja, Ideen mitgeben konnte, wo du sagst, cool, das probiere ich einmal, vielleicht ist das eine oder andere dabei. Und mir ist es wichtig, wenn nur eine einzige Sache im heutigen Rockcast für dich da war, wo du sagst, cool, das kann ich mal mitnehmen, dann ist mein Anspruch erfüllt. Der Rockcast, den habe ich dazu gegründet, damit ich im Grunde die Dinge, die mir persönlich sehr, sehr weiterhelfen, mit dir teilen kann. Ja, und wenn dir was weitergeholfen hat, dann freue ich mich wie immer auf dein Feedback, entweder telefonisch, auf WhatsApp, per Mail, Messenger, Instagram, wo auch immer, oder lass mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts da. Ich freue mich. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Selbstreflexion und wünsche dir viele gute Erkenntnisse. Ja, bleib gesund. Bis zur nächsten Rockcast-Folge.